Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, auch in diesem Jahr 2021 wird es leider keine Kerwen in Leimen geben, weder in Gauangeloch noch in Leimen noch in St. Ilgen. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Lage, wie sie in Leimen, aber auch in unserem Land ist, ist äußerst diffus. Wir haben zwar im Moment sehr niedrige Inzidenzwerte, wir wissen aber auch alle, dass sich die Delta-Variante bei uns breit macht und wir können nicht abschätzen, wie die Lage im September sein wird. Unsere Vereine, aber auch die Stadtverwaltung braucht einen Vorlauf, um eine Kerwe organisieren zu können. Und wir haben in den letzten Tagen und Wochen viele Gespräche geführt mit den Vereinen, mit dem Gemeinderat, mit den Verantwortlichen. Und wir sind unisono alle zu dem Ergebnis gekommen, dass wir eine Kerwe unter Hygieneregeln mit Mundschutz, mit Abstand, vielleicht mit anderen Dingen nicht feiern wollen, weil das ist einfach nicht die Kerwe, so wie wir sie kennen, so wie wir sie lieben und wie wir sie auch feiern möchten. Wir haben uns das nicht leicht gemacht, aber wir sind letztendlich zu der Entscheidung gelangt, auch im Gemeinderat, die Kerwe 2021 abzusagen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht wollen, dass wir so schnell wie möglich eine andere Feierlichkeit nachholen, sobald es die Lage zulässt. Vielleicht den Weihnachtsmarkt, vielleicht den Frühjahrsmarkt. Wir werden auf jeden Fall, wenn diese Pandemie vorbei sein wird, ein entsprechendes Fest für alle finden und gemeinsam feiern. Ich danke Ihnen allen für Ihr großes Verständnis für diese Entscheidung und bleiben Sie bitte alle gesund und wir werden uns ganz bestimmt wieder auf einer Kerwe oder einer anderen Festivität in Leimen finden. Danke.